Stefan, über lange Zeit habe ich ein relativ ausgeglichenes, offenes Spiel gesehen, bis natürlich nach dem Elfmeter für euch, den ihr verwandelt habt, dann Karlsruhe aufgedreht hat und mit einigen Toren, drei sind es dann gewesen, glaube ich, vier, den Sack zugemacht hat. Wie hast du das Spiel erlebt und wie siehst du es? Ja, ich denke, dass wir nach 20 Minuten durchaus 1-2-0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Wir haben gute Torgelegenheiten gehabt, hatten den KSC eigentlich im Griff. Wir haben früh attackiert, wollen den KSC damit ein bisschen überraschen. Normalerweise steht der Tabellenletzte ja, so sagt man, immer sehr, sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte und schaut nur, was der Gegner macht. Wir wollten mitspielen. Ich denke, das hat am Anfang gut geklappt. Hinten raus ist uns dann die Power ausgegangen. Ja, dann kriegst du direkt nach dem 1-1, nach einer Standardsituation das 1-2. Und dass du dann gegen eine Mannschaft wie den KSC das 1-3, das 1-4 kriegst, ist dann legitim. Es war ein relativ emotional aufgeladenes Spiel, sowohl außerhalb des Spielfelds ein bisschen, habe ich mitbekommen, als auch auf dem Spielfeld. Wie erklärst du dir das? Da möchte ich eigentlich gar nichts groß zu sagen. Wer weiß, wo mich mein Weg als Trainer vielleicht mal hinführen darf. Ich habe mich kurz mal mit den Eltern vom KSC unterhalten, weil sie gemeint haben, sie müssen jegliche Entscheidung in meine Richtung kommentieren. Ob das im Jugendfußball jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Die Bänke waren eigentlich sich meist einig, dass da mal lauter wird, ist, glaube ich, ganz normal. Auf dem Platz, muss man sagen, haben sich beide Mannschaften nicht mit rumbekleckert. Es gab hier ein Nachtreten, es gab da ein Nachtreten auf beiden Seiten. Wenn ein Gegner, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie der KSC uns eigentlich dann doch hinten raus 55, 60 Minuten dominiert und es dann noch nötig hat, bei 4-1 meinem Spieler einen Schuh kaputt zu treten, abseits vom Spielgeschehen, gut, dann darf man sich, glaube ich, auch mal drüber aufregen. Ja, und was denkst du, was die Emotionen so aufgeladen hat? Na, ich glaube, wir waren einfach unzufrieden, weil wir gemerkt haben, wir schaffen es doch nicht, den Großen in die Suppe zu spucken, wie wir es eigentlich vorhatten und auch hätten schaffen können. Dadurch wurden meine Spieler ein bisschen aggressiver. KSC ist mit teilweise meiner Meinung nach übertriebener Arroganz aufgetreten und das ist natürlich für eine unterlegene Mannschaft dann nie schön. Wie war die Wintervorbereitung? Es war ein relativ harter Winter. Ansonsten, ja, wie habt ihr euch auf die Rückrunde jetzt eingestellt und wie war die Vorbereitung? Ja, dank des Kunstrasens konnten wir eigentlich immer auf dem Platz trainieren. Hatten ein, zwei Koordinations-Ausdauereinheiten auch abseits des Platzes, aber wir waren eigentlich meistens auf dem Platz. Leider viele Verletzte, Grippewelle hat auch uns erwischt und zwar nicht jetzt erst in den letzten 4 Wochen, sondern eigentlich schön verteilt, immer wieder 4, 5 Kranke, auch aus der Startelf, heute auch ohne 6 gespielt. Von dem her war es eine zerrupfte Wintervorbereitung. Ergebnisse waren gut in den Testspielen, aber ja, wir haben ja heute gesehen, was die Testspielergebnisse wert sind. Ihr steht relativ, was heißt relativ, ihr steht auf dem letzten Platz mit 5 Punkten. 10 Punkte waren es, glaube ich, vor dem Spiel. 5 Punkte waren es vor dem Spiel Abstand auf den nächsten, auf den Nicht-Abstiegsrang. Genau. Ja, was versucht ihr noch zu erreichen? Ja, also wir haben von vornherein gesagt, auch im ersten Interview, was ich gegeben habe in Aalen am ersten Spieltag, habe ich gesagt, wir schauen, wo uns die Reise hinführt. Wir wollen Spaß haben in der Liga, wir wollen doch mal dem einen oder anderen Großen in die Suppe spucken. Das haben wir heute eine halbe Stunde geschafft, danach leider nicht mehr. Wir wollen die Jungs vernünftig ausbilden, dass sie nächstes Jahr eine gute Rolle in der A-Jugend-Landesliga, in der U18 spielen und vielleicht da richtig was reißen. Wir haben noch Spiele gegen die direkten Konkurrenten, sofern man das so nennen kann. Freiberg, Offenburg, Balingen. Die haben wir alle noch. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rausspringt. Nächster Gegner, Hoffenheim 2. Wie stellt ihr euch auf dieses Spiel ein? Wird für uns ein Riesenerlebnis, im Nachwuchsleistungszentrum in Zuzenhausen zu spielen bei den Hoffenheimern. Tolles Gelände. Das Hinspiel hat richtig Spaß gemacht. Haben wir lange geführt, ja, bis 12, 13 Minuten vor dem Ende haben wir hier in Nöttingen geführt, haben es dann nicht geschafft, den Sack zuzumachen, kriegen durch einen immer noch für meinen Dafürhalten Witzelfmeter, das 1-1, verlieren das Spiel dann. Wir bereiten uns so vor wie jede Woche und für uns ist es einfach wunderschön, da hinzufahren und Wunder soll es immer wieder mal geben. Stefan, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenso, danke.